wisst ihr noch, vor so circa einem Monat? Da ich nächste Woche 4 Klausuren schreibe, 4. Und unter anderem auch Mathe. Ich weiß nicht mal, wie das Thema heißt. Und ja, genau, diese Mathe-Klausur kam und ich wusste wirklich nicht, wie das Thema heißt. Allerdings kam es zu einem Ergebnis, was noch nie da gewesen ist. Also ich schrieb und ich schrieb und ich schrieb und ungefähr 2 Wochen später kam dann das Unmögliche zurück. So, liebe Kinder, um euch jetzt am Anfang, bevor ihr die Klausur zurückbekommt, etwas zu beruhigen, ja. Also die gesamte Klausur ist jetzt im Klassenspiegel gesehen relativ schlecht ausgefallen, ja. Aber schauen Sie doch mal selber. So, Herr Wolf, jetzt kommen wir mal zu Ihrer Note, ja. Es war relativ schwer, die Schrift zu identifizieren, wie es auch immer bei Ihnen der Fall ist. Und die Rechnung konnte ich jetzt auch nicht unbedingt immer nachvollziehen. Und ich habe auch nicht so das Gefühl, dass Sie wirklich mit dem Thema nun ja bekannt sind und dass Sie sich damit auskennen, deswegen gebe ich Ihnen so eine 3-. So, Leute, was geht ab zu einem neuen Video und ja. Ja, Leute, das ist immer noch kein Black Ops 3. Aber ich hoffe mal, ich schaffe es noch dieses Jahr, mir eine PS4 zu organisieren. Alles klar, Dicker. Ja, Leute, ihr habt schon richtig im Titel gelesen. Ich bin ein Genie. Oh, Alter, wenn ich die Farmers jetzt schon wieder in den Händen halte, naja, das ist ein pures Glücksgefühl. Wie auch immer der nicht gehittet hat. Wir gucken mal, wo ich hingeschossen habe. Ja, er war klar der bessere Spieler. Ja, wie ihr gerade eben schon im Pre-Intro gesehen habt, ich habe 7 Punkte in einer Mathearbeit geschrieben. Und das nur wegen euch. Ich hatte euch ja in dem Video gebeten, dass ihr Pray for Charlie in die Kommentare schreibt und ich denke mal, das hat geholfen. Diese 7-Punkte-Klausur, die ich jetzt in Mathe geschrieben habe, ist wirklich die beste Mathe-Note, die ich jemals in einer Klausur hatte, seit ich auf dem Gymnasium bin. Real Talk jetzt gerade, also no shit. Also jetzt wirklich ohne Scheiß. Und ich weiß gar nicht, wann das wirklich mit meiner Mathe-Phobie anfing, aber irgendwann habe ich einfach den Bezug, sag ich mal, dazu verloren, beziehungsweise es war mir nicht mehr logisch, beziehungsweise ich habe da nichts mehr gesehen. So, wisst ihr, so bei Zahlen, bei ganz normalen Zahlen, bei ganz normalen Rechnungen kann man sich das ja alles vorstellen, sag ich mal, ja. 2 plus 2, 2 Bananen plus 2 Bananen, 4 Bananen. Ja, stimmt, easy, ja. Aber bei Exponentialfunktionen denkst du dir so, nee. Oder was juckt es mich, welche Gradanzahl dieser Winkel dieser Brücke hat, ja. Was juckt mich das, ja. Genau genommen wurde Mathe eigentlich scheiße nach der Grundschule für mich. Aber in der Realschule ging's eigentlich noch. Da hatte ich zwar auch schon Probleme und alles, allerdings hat mich da immer eine Lehrerin gecarried, deswegen, ja, ging das noch, ja. Und jetzt, wo man Abi machen soll, erklären die das irgendwie nicht noch mal ein zweites Mal oder so. Du kannst schon froh sein, wenn sie es einmal erklären. Und genau genommen sind diese ganzen Matheformeln und diese ganzen Sachen, die man da lernt, total einfach, ja? Also wirklich, es sind eigentlich ganz normale Rechenarten. Also es ist nicht viel, aber so diese ganzen Fachbegriffe und alles, die da verwendet werden, die verkomplizieren das einfach so heftig. Das ist echt unglaublich, ne? Also ich dachte die ganze Zeit von der 6. Klasse an bis zur 12. jetzt einfach, das ist einfach nur kranke Scheiße, ja? Beziehungsweise das ist es ja auch genau genommen. Denn genau genommen wird das eigentlich die ganze Zeit immer nur richtig beschissen und kompliziert dargestellt. Ohne Witz, die Rechnung kann wirklich jeder. Also kein Scheiß gerade, das kann wirklich jeder. Aber es wird einfach alles schwierig dargestellt, damit alle Leute denken, das wäre kompliziert, glaube ich zumindest, ja. Ohne Scheiß, ich fühle mich wie ein Blinder, der gerade angefangen hat zu sehen quasi. Oder hier ein anderer Vergleich. Es war ja damals so, dass nicht alle Leute lesen und schreiben konnten, ja. Und wenn sie in Deutschland wohnten oder generell überall, dann konnten sie auch kein Latein, ja. Und die Bibel war ja zu deren Zeiten auch nur auf Latein, ja. Und deswegen mussten sie halt immer nur den Leuten glauben, die gesagt haben, ja, das und das steht da jetzt in der Bibel, ja, weil die Leute waren ja extrem gläubig, so, ja. Und dann kam einfach mal irgendwann Martin Luther und hat das Ganze einfach mal für die ganzen Leute übersetzt, ja. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dumm, ja, aber meine Nachhilfelehrerin ist quasi Martin Luther. No shit. Meine Nachhilfelehrerin ist für mich Martin Luther. Opfer. Also an alle, die gerade an Mathe verzweifeln, ja, denkt euch einfach, die Scheiße ist total easy. Also wirklich jetzt. Natürlich 7 Punkte in der Klausur ist jetzt nicht die Welt, ja. Also naja, für mich schon. Aber ich bin bei den Aufgaben, die ich eben nicht konnte in der Arbeit, einfach auch wieder an diesen ganzen Fachbegriffen verzweifelt, ja. Und weil ich jetzt so heftig in Mathe bin, habe ich dazu auch die passende Brille. Ich habe gerade Swag neu definiert, glaube ich. Und in der letzten Physikarbeit hatte ich sogar 13 Punkte. Das heißt, das ist eine 1-, ja. Ohne Scheiß, ich bin ab jetzt der Gott der Zahlen. Oder auch einfach nur jemand, der Glück hatte. Aber ich finde das trotzdem cool. Naja, wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ein Like für
Star Wars Popcorn. Das hat ein Kollegen von mir 3 Euro gekostet und er hat mir den Rest gespendet. Star Wars Popcorn. Lohnt sich, Leute. 3 Euro. Zuschlagen. Ich habe keine Ahnung, ob es den Laden überhaupt bei euch gibt, wo ich mir den gekauft habe. Aber naja. Leute, Star Wars Popcorn. Also gebt ein Like für Star Wars Popcorn. Naja, das war's von mir. Das war's von hier. Tschüssi.